Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus. Und heute zeige ich euch, wie ihr farbige Fahrräder bekommen könnt und das super leicht und solo. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einfach einen freien Fahrradständer. Habt ihr einen freien Fahrradständer, geht ihr ins Internet. Seid ihr beim Internet, geht ihr auf die Seite, wo ihr Fahrräder kaufen könnt. Seid ihr dort angekommen und jetzt sucht ihr euch ein Fahrrad aus, was ihr umfärben wollt. Aber halt, Rennräder könnt ihr nicht umfärben. Nur BMX und Mountainbike und so. Habt ihr euer Fahrrad ausgewählt, in meinem Fall das BMX, so dass ihr nur noch einmal klicken müsstet, um zu bestellen, geht ihr dann oben aufs Hausmenü. Ihr kommt dann wieder ins Hauptmenü vom Internet. Jetzt geht ihr einfach auf Legendary Motorsport. Seid ihr dort angekommen, scrollt ihr drei Reihen nach unten. Habt ihr das gemacht, geht ihr dann in die Mitte und klickt auf das Fahrzeug, was in der Mitte ist. Seid ihr dort, wählt ihr die Farbe aus, die euer BMX später haben soll. Habt ihr das ausgewählt, klickt ihr dann einfach auf Gepanzert. Habt ihr das erledigt, geht ihr oben auf die Uhr und geht dann wieder auf die Fahrradseite. Aber nicht auf die normale Fahrradseite, sondern die Fahrradseite mit Details 3 oder was auch immer, was da steht. Habt ihr das gemacht, bestellt ihr einfach. Und wenn es geliefert ist, bumm, mit Farbe. Und das war's von diesem kleinen Glitch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.